Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sendung bei Sound Brothers TV. Für alle, die schon länger zugucken und sich jetzt fragen, wer ist der 14-jährige Junge da hinter dem Pult? Ja, ich bin es und ich habe etwas Ärger von der Mutti bekommen, dass mein Bart etwas lang war. Vielleicht dürft ihr aber mal abstimmen, was mir besser stand tatsächlich. Genug von mir. Kommen wir zu unserer heutigen Firma, die wir vorstellen. Wir haben heute die Firma Quadral im Hause, zusammen mit Advanced Akustik. Und wir haben natürlich wieder prominente Gäste. Heute sogar zwei. Einmal unseren legendären Stefan Eisenhardt. Alle kennen ihn, denke ich, unter Eisi. Und er hat sogar noch jemanden mitgebracht, der technisch im Grunde genommen alles weiß, was da im Haus so vor sich geht, inklusive der Abwasseranlage. Der Mann weiß wirklich alles. Wir begrüßen erstmal, man kann sagen, einen langjährigen Freund der Firma auch. Und wir teilen die gemeinsame Leidenschaft für unseren, wir grüßen hier auch unseren großen Mann Howard Carpendale. Wir begrüßen ganz herzlich Stefan Eisi, Eisenhardt. Hallo again. Ich wollte dich heute noch sehen. Viele sind jetzt verunsichert und fragen sich, ist das deren Ernst? Nein, das ist... Also, du darfst erstmal die Maske tatsächlich. Wir wollen dein wunderschönes Gesicht. Ja. Und der Mann hat auch keinen Bart. Ich will das an dieser Stelle mal sagen. Aber ich hatte auch gestern keinen. Also insofern... Ja, es ist ein schwieriger Fall. Die Leute können abstimmen. Also, du bist Verkaufsleiter. Mhm. Glückwunsch dazu erstmal. Verkaufsleiter bei Quadral. Ja. Ihr habt im Vertrieb auch noch, für viele jetzt wahrscheinlich, die sich fragen, Mensch, Advanced Acoustics, ihr vertreibt oder habt den Vertrieb auch für Advanced Akustik. Advanced Paris, Advanced Akustik. Paris ist bei uns ja irgendwie jetzt auch mehrfach Thema geworden, tatsächlich. Tatsächlich. Es gibt mir ein Zeichen. Tatsächlich sind unsere französischen Partner aber ansässig in Paris. Ja, die haben ihre Firma in Paris und wir haben uns vor vielen Jahren zusammengefunden, haben zusammen den Vertrieb übernommen, als er noch ganz klein war, haben das von klein auf aufgebaut, sind heute total zufrieden mit der Zusammenarbeit, das funktioniert klasse. Wir können immer mal wieder unsere Ideen unserem französischen Partner sagen und die setzen das dann um. Das macht riesen Spaß, die Zusammenarbeit und das Produkt ist mittlerweile in Deutschland kaum noch wegzudehnen. Das macht einfach, das ist eine tolle Sache. Très chic quasi. Très chic, ja. Für alle, die sich jetzt fragen, was geht denn hier jetzt ab für eine Zaubershow, ihr habt ja noch jemanden dabei. Genau, ich habe den Eike mitgebracht. Der Eike ist bei uns sozusagen das technische Gewissen. Ja, der, wie du schon sagtest, der kennt sich mit allem aus, was bei uns ist, mit den Hochtönern, wie die gebaut werden, wie dem letzten Untermenü bei Advance. Und wenn wir gleich fragen und wenn wir es erklären können, dann ist er eigentlich der perfekte Mann dafür. Auch da bieten wir nur wieder an, auch im Nachgang nach der Show dürfen natürlich wieder Fragen gestellt werden, die dann... Du, beziehungsweise der Allwissende quasi. Der Allwissende, große Eike quasi. Genau. Beantworten kann. Wir können im Grunde genommen schon mal schnippen. Schnipp mal. Dass wir den Eike jetzt, wir haben ihn groß angekündigt, dass er jetzt auch mal kommt. Genau. Kimmit quasi. Und wir mit den Lautsprechern mal beginnen, dass er uns mal erklärt, was denn hier so Phase ist quasi. Genau. Wir schnippen mal, meine Damen und Herren. Ein neues Gesicht. Hergeschnipst quasi. Wie angedroht hat Quadral ja quasi, ihr seid mit der ganzen Kapelle hier aufgetaucht quasi. Genau. Eike, schön, dass du auch den Weg heute zu uns ins wunderschöne Kassel gefunden hast. Danke für die Einladung. Du bist im Grunde der technische Master sozusagen. Beziehungsweise, wir wollen natürlich niemanden auf die Füße treten bei Quadral, aber du bist der irgendwie extrem viel weiß, sich um die Sachen kümmert, uns auch mal gleich zum Thema Aufbau des Lautsprechers mal kurz was erzählt. Ja. Mal kurz zu dir. Ja. Was machst du überhaupt bei Quadral? Wie hast du die Ehre mit unserem Eisi quasi, unserem auch Howie-Fan? Leider nicht. Was? Ja? Mega. Gott, ey, noch einer, den wir mitnehmen müssen. Das ist auch eine ganz kleine Gruppe nur. Nein, was treibt dich zu Quadral? Mal kurz was zu dir. Also ich bin seit 4 Jahren dabei und Quadral war für mich immer eine Marke. Meine Opa hatte Quadral-Lautsprecher und... du kommst auch aus Hannover quasi. Aus Nienburg, also 50 Kilometer entfernt. Ja, das ist ja quasi. Ist ja quasi. Ist ja Norddeutschland. Quasi, ja, genau. Das reicht. Das reicht. Genau. Und ich interessiere mich für die ganze Technik, Lautsprecher generell. Und das hat einfach gut gepasst. Und dann ist ja auch ein leidenschaftliches Produkt. Genau. Kann man mal sagen. Ne? Das ist ja ein leidenschaftliches Produkt, so ein Lautsprecher. Hobby. Wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann, besser geht's nicht. Das sehe ich natürlich 1:1 genauso.
Eike, starten wir mal rein. Wir haben uns ja, wir konnten natürlich wie immer jetzt nicht hier jede Serie präsentieren bei Quadral, weil ihr habt ja auch ein bisschen was. Also auch da natürlich die Empfehlung wieder, sich das bei uns im Onlineshop anzugucken, natürlich auch im Laden anzugucken. Denn ihr habt ja sowohl untenrum als obenrum auch noch ein bisschen was zu bieten. Genau. Wir haben uns mal zwei Serien rausgepickt. Das ist einmal Chromium Style, das will ich schon mal sehen. Und natürlich müssen wir ja noch über euer Flaggschiff sprechen. Auf jeden Fall. Aurum. Genau. Fangen wir mit der Chromium Style an. Genau. Wir haben dieses Chromium Style 8 genau. mal hier stehen, meine Damen und Herren. Erzähl uns doch mal was, was macht so ein Lautsprecher aus? Die Chromium Style 8 zeichnet sich dadurch aus, dass sie relativ schmal ist, schlank. Ist ein wirklich schicker Lautsprecher mit der Krümmung. Ist aber gleichzeitig wirklich ein vollwertiger Drei-Wege-Lautsprecher. Mit einem hochwertigen Bändchenhochtöner, wie auch so in der Aurum-Serie. Unserer Meinung gibt es eigentlich keinen besseren Hochtöner. Ist einfach super schnelle Übertragung. Verzerrungsarm und Drei-Wege-System. Zum Hochtöner, entschuldige, dass ich genau. unterbreche, zum Hochtöner kann man immer sagen, viele fragen sich ja, ne? Hochtöner. Also wer jetzt zu Hause sitzt und sagt, irgendwie habe ich ein wahnsinniges Pfeifen auf dem Ohr quasi, wenn ich meinen Lautsprecher anmache oder es klingt sehr spitz. Bändchen kann man ja sehr schön mal wirklich, also muss es auch wieder natürlich mal hören, aber es ist extrem transparent quasi. Also wir sitzen nicht zu Hause und machen immer den hier, sondern wir können auch bei hohen Lautstärken oder bei gewissen Filmszenen, Musikszenen, das extrem gut darstellen, so kann man das mal sagen. Ist einfach nicht anstrengend. Man kann wirklich lange laut sehr sagen, schön. Es ist nicht, genau, perfekt gesagt, es ist nicht anstrengend. Ganz, ganz wichtig, anhören. Und Chromium Style ist ja auch die erste Serie noch vor Aurum. Genau. Die das ja quasi alles schon drin hat. Genau. So. Sehr schön. Wichtig noch zu sagen, Eike, es gibt das Ganze ja immer auch als Heimkino-Set. Genau, 5 also, Punkt. Quadral ist nicht nur eine Musikschmiede quasi, sondern wir können damit ja eben auch, genau, 5.1, 7.1, 23,791 bauen. Ihr habt immer auch die passenden Rücklautsprecher und den passenden Center dazu. Genau. So, das Ganze übrigens auch wandhängend, kann man ja auch mal cool sagen. Also ihr habt nicht nur Regale hinten, sondern es gibt das Ganze ja auch irgendwie, also es gibt für alles eine Lösung. Genau, ja? Viele Möglichkeiten. Viele Wege. Viele Wege mit euch zu arbeiten quasi. Okay. Sehr schick, sehr, man kann auch sagen, sehr wohnzimmertauglich der Lautsprecher durch seine Bauart. Ich schätze mal, dass das auch ein Gedanke bei Chromium Style war. Also auch denn wirkt einfach wohnraumfreundlich. Also. Ja, aber das ist ja oft Thema, dass man sagt, Mensch, wenn das Ding so riesig ist, dann gibt es vielleicht auch zu Hause ein bisschen Knatsch quasi. Ich will aber auf guten Klang nicht verzichten. Genau. Das heißt, wir haben hier sowohl einen Hi-Fi-Lautsprecher als dann eben auch, eigentlich eine super Kombination. Ich kann super geil Musik hören. Aber auch im Filmbereich macht das Ding richtig Spaß, gerade wenn ich es mir als Mehrkanal-Set aufbaue. Auch wenn ich verarbeitet, wir haben einen Vollklavierlack. Genau. Also Lautsprecher. Hochglanzlackierung, wunderschön verarbeitet, in Schwarz und Weiß. Ich habe ihn übrigens, ich glaube, ich bin der Einzige wahrscheinlich, der tatsächlich Quadrallautsprecher in Rot hat übrigens. Man sieht vielleicht so einen leichten Faible davon, ein bisschen. Schon ein wichtiger Punkt bei euch, das ist ja auch was, was uns, sagen wir mal, extrem gut gefällt, ist ja wirklich die Verarbeitungsqualität. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwas hingerotztes, ne, sondern wir haben hier wirklich einen super schick lackierten Lautsprecher. Das wirkt extrem hochwertig. Wir sehen es ja gleich nochmal bei dem Aurum-Lautsprecher, ein Schwarzklavier, ein Piano, Black quasi. Macht was her fürs Wohnzimmer. Auf jeden oder Fall. Für die Stube oder wo auch immer ich ihn höre, im Schlafzimmer, egal. Eigentlich, wir müssen noch einmal technisch werden, bevor wir jetzt, uns weiter noch über die wirklich tolle Verarbeitungsqualität auslassen. Ich habe jetzt sehr kurze Arme und sehe es natürlich nicht, aber wir sehen hier vorne eure Treiber quasi, beziehungsweise eure Membranen. Erzähl uns dazu bitte mal was. Genau, also bei der Chromium Style Serie haben wir Titanium-beschichtete Membranen, also keine einfache Papp-Membran, wie man das manchmal kennt, sondern wirklich Metall mit Titanium beschichtet und sehr kräftige Magnetantriebe. Also, was ist der Vorteil davon? Dass man einfach eine extreme Dynamik aus dem Lautsprecher kriegt. Er ist ja wirklich sehr schlank und durch den großen Antrieb macht der Lautsprecher, also der Treiber, viel Hub und man kriegt einfach viel Dynamik, Volumen noch mit. Das ist einfach, dadurch wirkt er viel größer, als er eigentlich ist. Das ist wirklich was, was wir, so ein Lobeslied jetzt hier quasi, ne? Aber ja, es ist tatsächlich so, dass so eine Chromium Style schon verblüffend offen spielt, verblüffend breit, sehr dynamisch quasi genau dadurch. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie auch wieder so eine Pappmembran dahingesetzt, sondern es ist auch wieder sehr, sehr hochwertig.
Schon, also muss sagen, preis-leistungstechnisch schon eine Knallerserie. Das ist eine Knallerserie. Muss man ganz klar sagen. Und da ist er schon wieder. I'm back. Ja. Bevor wir mal zum technischen Part nochmal kommen, Ja. den du jetzt mal erklärst, du bist ja auch nicht nur hier, um jetzt mal ein bisschen warme Worte zu verteilen, sollst ja auch arbeiten. Hat sich bei euch ja was getan in der Firma? Tatsächlich haben wir gerade eine sehr, sehr große Veränderung in der Firma. Wir sind ja ein Traditionsunternehmen, das vor 48 Jahren, sprich wir werden in 2 Jahren 50, haben wir 50-jähriges Jubiläum, sind wir gegründet worden. Und diese Besitzer, also die Eigner der Firma, haben sich immer gedacht, Mensch, wie können wir dem Unternehmen eine Zukunft geben? Und das war für die wirklich elementar. Das war für die ganz wichtig, dass sie quasi diese Firma, dass sie weiter besteht. Und da hat man überlegt, wie macht man das am schlausten? Und wir haben jetzt einen Partner gefunden in Österreich, die Firma Loxon. Ein junges Unternehmen, das unglaublich innovativ ist, das ganz viel Power hat. Und mit denen verheiraten wir uns sozusagen zum 01.01.2021. Ja, und dann haben wir auf der einen Seite das, was wir von Quadral, was unsere DNA ist, dieses Traditionelle, ja, das, was man kennt am Markt, ne, wo man sagt, so Mensch, das ist eine starke Firma, die gibt es seit ganz langer Zeit. Und das verbinden wir halt mit der Innovationskraft eines jungen Unternehmens, die richtig Power haben. Und wir als Mitarbeiter freuen uns da riesig drauf. Wir auch, speziell das ja auch wir haben ja eine richtige Quadral-Fanschaft, ja schon eine Fangemeinde. Es gibt auch einen Aurum-Fanclub. Tatsächlich, Ja. einen guten Kunden sogar, der da Mitglied ist. Das heißt, die Leute müssen keine Sorge haben, euer qualitativer Ansatz, das, was euch ja nun ausmacht, geht weiter. Aber wir freuen uns mal auf die Zukunft, was noch so Innovatives, Also dass die ganz jungen wichtig, Leute sich da drüben in also Austria ganz, ganz, überlegen. ganz wichtig. Also wir bleiben in Hannover, ja, wir bleiben als eigenständige Firma sozusagen da. Und alles das, was uns auszeichnet, bleibt. Wir kriegen nur eine ganze Ecke Innovation noch mit dazu. Und wie gesagt, da kann man sich drauf freuen. Das ist sicherlich auch keine Sache, die im nächsten halben Jahr passieren wird. Das ist ein langer Prozess. Aber das wird einfach spannend. Ja, das wird einfach Riesenspaß machen. Wir freuen uns drauf. Ich mich so und so. Eisi, ich dürfte dich jetzt bitten, dich sozusagen an Ja, die Grades zu ge begeben. zu die weiße Zu Gerät. die Rise Grade und uns mal Ja, unseren Zuschauern. ja. Wir kommen aus dem Howie-Ding nicht raus, ne? Nein, so und so nicht. Also Eisi und ich waren mal gemeinsam auf dem Howie-Konzert. Mit wir. Philipp Gubert, unserem Chef des Ladens unten sozusagen. Wir grüßen ihn an der Stelle nochmal. Das war ein großes Erlebnis, kann man sagen, für uns beide. Geprägt. Prägend. Seitdem sind wir Ultras, ne? Howie Ultras, würde ich sagen. Wirklich. Ja. Vielleicht sollten wir nochmal einen kleinen T-Shirt-Druck aufsetzen, den wir hier verlosen quasi. Für die, die jetzt sagen, cool, ich bin nicht allein auf dieser Erde. Wir sind mit im Fanclub. Wir unterschreiben das, oder? Das wäre das Das T Allerschönste quasi. unterschriebenes T-Shirt mit Kussmund. Oh, es wird verrückt quasi. So ist man unter Howie-Fans. Eisi, Ja. Ja. was uns erstmal auffällt, das Ding ist weiß. Ist das nicht großartig? Zauberhaft, weil es gibt Ja. ja quasi eigentlich oft zumindest nur Schwarz oder Silber oder Titan. Also es gibt. Für alle, die es gerne weiß mögen, habt ihr natürlich auch beide Farben. Also Schwarz ist ja auch ein Wir bieten Portfolio. Schwarz und Weiß bei dem Gerät Und an. wir haben eine kleine Bauweise. Für Das. viele interessant, die das irgendwie so in einen Schrank stellen wollen oder irgendwie einfach wenig Platz zur Verfügung haben, quasi auch in der Breite, ist das Ding ein bisschen kompakter. Ja, das ist ja das Außergewöhnliche an dem Gerät. Wir haben ein kleines, kompaktes Gerät, das aber eine Menge kann. Ja, und das ist das Außergewöhnliche. Fangen wir mal mit dem Radioteil an. Wir haben hier in dem Bereich das herkömmliche UKW-FM-Radio, das man sich immer wünscht. Wir haben aber auch DAB Plus mit drin. Und für alle die dann weltweite Sender empfangen wollen, die können das Internetradio nutzen, das hier integriert ist. Wir haben auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, unsere CD-Sammlung, die wir zu Hause noch haben, über den CD-Spieler abzuspielen. Das ist das nächste Feature, das wirklich spannend ist. Und das Gerät kann auch noch streamen. Das heißt, ich kann die Musiksender, die modernen Streaming-Dienste von heute, kann ich auch alle nutzen. Ja? Das über eine eigene App. Zudem habe ich noch die Möglichkeit, dass das Gerät auch per Bluetooth ansteuerbar ist. Der Bluetooth-Empfänger ist gleich integriert im Gerät. Das heißt, ich habe schon unglaublich viele Möglichkeiten, die ich jetzt nutzen kann. Und zudem hat er noch auch alle Anschlüsse, die heute handelsüblich sind, mit Digitalanschlüssen, mehrere. Ich habe Analoganschlüsse, ich habe einen Phono-Eingang dran und ich kann meinen Kopfhörer zu Hause auch noch nutzen. Das heißt, mir fällt jetzt kaum noch was ein, oder vielleicht gar nichts mehr ein, wo ich das Ich Gerät habe nicht was. nutzen könnte. Oh, Das jetzt geht's. Tape Deck. Das Was ist mit dem Tape-Deck? Tape Deck?
Tape Für die Liebhaber, sag mal. Über Cinch anschließbar. Es ist alles möglich. Ja, gut. Und ich habe hier vorne noch sogar den USB-Eingang dran, sodass ich letztlich den USB-Stick auch noch abspielen kann. Darf halt bisher mehr sein quasi. Da ist ja alles drin. Faktisch gesehen, ja. Und das halt braucht und nicht braucht. Das halt klein und kompakt. Und das Schöne ist, dass man jetzt hier nicht gesagt hat, ich will diese so vielen Ausstattungsmerkmale haben, sondern ich will, dass das Ganze auch noch richtig klingt. Zum Ersten hat es die Kraft, auch wirklich große Standlautsprecher zu spielen. Und zum Zweiten habe ich keine digitale Endstufe drin, sondern ich habe eine Analog-Endstufe drin, wo ich sogar eine AB-Funktion habe. Ja? Class A, Class B. Und das Ganze ist dann klanglich klasse. Ich habe die Kraft und ich habe die Ausstattung. Und mehr kann man von so einem Gerät ja kaum noch erwarten. Und weiß. Weiß und schwarz. Und schwarz, natürlich, und schwarz. Selbstverständlich. Teufelchen und Engelchen. Oh, ja. Auch das könnte wieder Howie-mäßig wieder einschieben. Bestimmt auch ein Howie-Song quasi. Ja. Prima. Also das kann man ja wirklich mal zusammenfassend sagen irgendwie. Das kompakt, aber also mir fällt jetzt auch irgendwie gar nichts mehr ein, was man hier noch mit reinbauen könnte tatsächlich. Und wichtige Info, man kann das Ding auch an einen Standlautsprecher anschließen. Wo darf ich überhaupt hingucken? Dahin. Das ist also nicht nur für einen kleinen Regallautsprecher irgendwie gedacht oder so einen kleinen Probelautsprecher. Das können wir mal unterschreiben, sondern wir können da durchaus mal hier so eine Chromyscale 8, die uns der Eike ja schon quasi schmackhaft gemacht hat. Die ist schon richtig schmackhaft gemacht. Genau. Nein, natürlich, also richtig ausgewachsener Lautsprecher, den kann ich anschließen. Ich kann natürlich auch einen tollen Regallautsprecher anschließen. Ja, was bei uns aus der Aurum-Serie beispielsweise, einen tollen Regallautsprecher, eine Sedan als Beispiel, spielt er auch, das macht richtig Freude. Herrlich. Also ich würde sagen, ich muss dich wieder wegzwitschen. Es ist traurig, ich sehe dich gerne, aber ich muss dich wieder wegzaubern quasi. Ja. Denn wir holen jetzt wieder nochmal den Kollegen Eike, den Alleswisser, wieder mal in die Sendung quasi, weil wir noch über Aurum ja auch, ganz wichtiges Thema, großes Thema, steht ja auf dem Pullover sogar drauf, ne? Kann man das sehen? Ja, bestimmt. Wir noch über Aurum reden. Also, schnipp dich weg. Mach und, mich weg. Ich freue mich. Ja? Ich freue mich. Mach mich weg. Ein wildes Geschnipse. Eike, wir haben dich wieder hergezaubert quasi und du stehst jetzt zauberhafterweise neben der von mir angekündigten Aurum-Serie. Wir sehen die Montan. Genau. Jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, Thema Aurum. Für viele, die sich ein bisschen im HiFi-Markt so ein bisschen rumtingeln quasi, kommt dieser Begriff ja immer mal wieder auf. Aurum, was sagt uns das? Oder was ist die Geschichte hinter Aurum? Ja, also Aurum ist einfach unsere Top-Serie, mit der wir alles zeigen, was unserer Meinung nach so möglich ist. Aber auch an einem wirklich guten Preispunkt. Also wir liefern High-End in einer wirklich genialen Qualität, mit sehr hochwertigen Komponenten, aber nicht zu extrem high-endigen Preisen. Also wir geben uns wirklich Mühe, dass wir High-End quasi ins Wohnzimmer bringen können. Also Aurum ist quasi alles, was geht. Alles, was geht. Oder reingeknallt quasi. Alles reingeknallt, von der Frequenzweiche über die Treiber, übers Gehäuse. Kommen wir gleich, perfekt, genau, kommen wir gleich mal technisch drauf quasi. Wir haben die Montan 9, ne? Wir haben ja, es fühlt sich immer noch neu irgendwie an, die Serie, jetzt ist sie aber auch schon ein bisschen da. Auch Montan 9, was kannst du uns, genau, technisch einfach mal, was heißt alles drin quasi, was Quadral kann sozusagen? Alles drin heißt einmal unser geliebter Bändchenhochtöner, den wir jetzt auch extra neu entwickelt haben. Also der wurde vor 4 Jahren von Sascha Reckert komplett neu entwickelt, aufgebaut. Sehr schöne Grüße an Sascha Reckert, den Chefentwickler der ganzen Nummer hier quasi. Genau. Ja. Und das fertigen wir auch selber in Hannover und haben uns eine Fertigung aufgebaut, um wirklich komplette Kontrolle über dieses wirklich wichtige Bauteil im Lautsprecher zu haben. Dann geht es weiter mit einem Altima-Mitteltöner, also auch wieder Metallmembran, mit einer Aluminium-Titan-Magnesium-Beschichtung. Auch mit einem sehr kräftigen Antrieb wieder. Jetzt kommen wir zu einer Besonderheit, dass viele fragen sich, inklusive unseres Kameramannes, hat das nur stylische Gründe, sieht ja faszinierend aus, mit dieser Druckkammer im Bassbereich? Genau. Ich kann ja schon mal sagen, nein, hat es nicht. Vielleicht kannst du noch mal 2 Worte dazu sagen, was es damit auf sich hat. Die Druckkammer bietet einfach einen extremen Druck, wie die sich das schon im Namen drin der hat. Der Name ist Programm. Der Name ist Programm. Auch gerade mit der Bassreflexöffnung nach vorne, was das Ganze auch nochmal aufstellungsunkritischer macht. Ganz wichtiger Punkt. Wir haben das ja ganz oft, dass viele sich fragen, wie weit muss ich den Lautsprecher denn von der Wand wegstellen? So, und dann haben wir natürlich auch das Problem, dass im Wohnzimmerbereich gerade, oder ne, ich kann jetzt halt keine 8 Meter quasi immer von der Wand weg, damit hinten kein Dröhnen entsteht. So.
Und deswegen ja Druckkammer quasi, dass wir also das nach vorne raus drückt, dass wir also relativ nah, jetzt natürlich auch nicht irgendwie auf 3 Zentimeter, aber relativ nah an die Wand rankommen, ohne dieses typische Dröhnen hinten zu haben. Riesenvorteil für alle, die sagen, ich will das Ding nicht mitten in den Raum stellen, sondern schon wandnäher stellen. Genau. Nachgedacht quasi. Kann Genau man so so ist es. unterschreiben. So können wir es schreiben. Eine Besonderheit ist ja noch eure, kann man vielleicht gleich nochmal kurz einblenden und abfilmen, der Aufbau des Gehäuses. Jetzt speziell eben bei Aurum und eben auch bei der Genau. Montan. Es gibt ja noch höhere Serien wie Vulkan und Titan. Ne? Die ist dann etwas größer als ich wahrscheinlich. Hoffentlich auch noch ein bisschen schwerer. Das war ja schon kein normales, plumpes Gehäuse haben, sondern dass das sehr, sehr aufwendig ist, was ihr da baut. Das ist sehr aufwendig. Wir haben einmal nicht parallele Wände, also Seitenwände geht nach hinten schmal zu. Dadurch haben wir weniger Reflexion, weil man versucht immer zu vermeiden, dass die Wände gerade zueinander sind. Hinter Mitteltöner ist zum Beispiel auch noch ein Keil, der verhindert, dass die Bündelung vom Mittelton, der nach hinten geht in die Kammer, direkt wieder auf die Membran zurückgeht. Deswegen wird das quasi einmal aufgesprengt und der Schall verteilt sich dann im Dämpfungsmaterial um den Keil. Einfach damit es weniger Verzerrungen gibt und es einfach Und damit sehr, sehr aufwendig transparent ist. gebaut. Sehr aufwendig Das gebaut. kann Es man sitzt viel mal. Arbeit drin. Aber passt ja zu unserem High-End-Ansatz jetzt hier, den ihr Genau. ja anbietet quasi oder den wir mit Aurum ja schon transportieren wollen. Eike, hast du noch irgendwas Technisches, was du uns mitgeben möchtest? Eigentlich haben wir alles. Eigentlich haben wir alles soweit. Auch du kannst den Tipp ja nochmal, damit ich es nicht Genau, immer einfach sage. mal in den Laden gehen, da kann man sich die angucken, anhören. Ich sage das so oft, die Leute sind schon genervt quasi. Aber hört es euch bitte Ist mal wirklich so. unbedingt bei uns an. Eike, im Grunde genommen sind wir mit dir fertig, kann man gar nicht sagen, sozusagen, ne? Sondern erstmal dürfen wir uns bei dir ganz herzlich bedanken, dass du den Weg nach Kassel zu uns gefunden hast. Gerne. Weiter so, klingt so alt, ne? Weiter so, ne? Aber es macht uns sehr viel Freude. Alle, die Fragen haben, bitte stellen. Eike ist sogar noch da und wir können das immer weiterleiten, dass du da immer wieder auch Rede und Antwort stehen kannst. Genau. So, ein letztes Mal schnippen wir dich jetzt weg. Und den Howie-Fan wieder rein, für ein kleines Fazit vielleicht. Und wir danken dir ganz herzlich. Sehr Bleib gerne. gesund. Dankeschön. Magie. Eisi. Da bin ich schon wieder. Da bist du schon wieder reingeflogen quasi. Erstmal möchte ich sagen, dass der Eike das ganz toll gemacht hat. Ist ein Riesentyp. Guter Mann. Ja. Guter Mann. Sehr, sehr schön erklärt. Was ich ganz schön finde, weil das finde ich schon spannend ist, so diese Aurum-Geschichte vielleicht noch, ein Ja. bisschen die Story, Ja. Storytelling. Ja, gut, das auch muss man ja sehen. Also Titan und Vulkan, das ist das, was man mit uns letztlich verbindet. Ja, und wenn man sich überlegt, wie das mein Standard, wir hatten damals einen ganz tollen Entwickler, den Helmut Schaper. Der hat einen riesen Lautsprecher gebaut, weil er gesagt hat, so ein großer Lautsprecher, der kann letztlich ein ganzes Konzert wiedergeben. Ja, also der ist in der Lage, einen Konzertsaal dann auch authentisch wiederzugeben. Und es war damals unüblich, dass es diese riesengroßen Lautsprecher gab. Also so eine Titan, die hatte schon stattliche Maße, ne? Deswegen ja richtig groß Ja, damals, ne? klar, also das war schon was, ne? Und früher haben ja viele gesagt, Telefonzelle und weit weg war es davon nicht. Und dann ist damals unser damaliger Verkaufsleiter und der damalige Entwickler, die sind dann losgefahren und waren bei der Presse, haben den vorgestellt und hat dann der Pressesprecher gesagt, also so ein Lautsprecher braucht kein Mensch. Da waren die vollkommen fertig mit der Welt. Und Gott sei Dank, damals war gegenüber die nächste Presse. Ja? Und da sind sie dann, haben gesagt, Mensch, wenn wir schon mal hier sind, können wir den Lautsprecher doch da nochmal wieder vorstellen. Sind dann da rein und die waren restlos begeistert und haben dann den Lautsprecher getestet und haben damals was gemacht und gesagt, das ist der beste Lautsprecher der Welt. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal so eine Aussage damals gewesen. Aber da ging dann wirklich ein Run auf diesen Lautsprecher los. Wir haben seinerzeit von diesen riesen Lautsprechern unglaublich gut und unglaublich viel verkauft. Und das hat unseren Namen so ein bisschen ausgemacht. Titan, Vulkan, später Montan. Daraus sind dann die einzelnen Serien entstanden. Wir sind jetzt in der neuen Generation, die der Eike eben vorgestellt hat und haben da eben ganz viel Innovation drin. Wir haben eigene Bändchenhochtöner entwickelt. Ja? Wir haben da diese Altima-Membran drin, das ist ein Kompositum. Wir haben die Druckkammer drin. Das sind alles eine Menge Sachen, die uns ausmachen. Das ist unsere Identität. Ja, und diese Serie ist einfach auch sehr, sehr erfolgreich am Markt und dementsprechend wird sie auch noch 1, 2, 3 Jahre laufen. Ich werde immer gefragt, wann kommt die nächste Serie? Das ist ja die Zehner, die Jubiläumsserie sozusagen. Aber da müssen wir uns sicherlich noch gedulden. Ja, ich meine, das, was da ist, ist ja auch genial gut. Also, Natürlich, aber ich meine, es rennt ja, es rennt nicht. das muss ja auch was
es kann ja nicht nur was anderes sein, es muss ja dann auch was Neues haben. Und da tüfteln wir gerade dran, dass der Sascha Reckert ist da natürlich, sage ich mal, die Institution, die uns da auch weiterbringen wird. Und der hat schon Ideen. Und dann wollen wir mal gucken, was wir dann so Interessantes bringen. Wir freuen uns darauf. Ja, ich mich so. Also, wir haben eigentlich alles besprochen. Soweit. Die Leute sind wahrscheinlich immer noch verwirrt von unserem Howie. Fankult. Eins muss ich noch sagen, bevor wir jetzt abdriften. Abdriften nicht. Also eins muss ich noch sagen. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Es macht echt immer wieder Freude, hier in Kassel bei euch zu sein. Und habt ihr wirklich ein Mega-Team. Das muss man einfach so sagen. Also wenn man hier reinkommt, man wird immer toll aufgenommen und es ist immer Spaß und Freude da. Ja, also ich habe mal das Gefühl, hier ist sozusagen jeder immer gut drauf, aber es ist ja auch einfach so. Gut, wir verkaufen ja auch nur witzige Sachen. Also gehört ja irgendwie dazu, ne? Geiles wenn man sowas Zeug. Macht. Geiles Zeug. Einfach geiles, geiles Zeug. Also, ja. Die Jungs und, können auch gar keine schlechte Laune haben. Ja, und immer wenn ich hier bin, dann gehe ich durch eure vielen Räume und gucke und man sieht immer wieder was Neues und immer wieder was dann irgendwie anteasert. Und das ist halt, das macht euch irgendwie aus. Das ist das, was an euch so richtig stark ist. Vielen, vielen Dank. Das ist aber, ne? Ich bin immer so gerührt dann. Vielen Dank, Isaac. Also für diese wirklich schönen Worte. Wir freuen uns darüber sehr. Wir tun ein bisschen was dafür. Wir freuen uns natürlich, wenn unsere Kunden das auch so wahrnehmen und uns besuchen. Isaac, wenn wir schon emotional sind, gönnen wir den Leuten nochmal einen kleinen Abschieds-Jingle. Wir können ja noch eins sagen. Also die Leute, die uns mal beim Howie-Konzert erleben wollen, und wir sind da aktiv, ja, wir sitzen da nicht nur so. Wir hatten riesen Fans. Ja, die können wir, das nächste Konzert, 11.11., 2021, wir in Hannover. Ja, wir sind da. Wer uns live sehen möchte, 11.11. in Hannover. Ich glaube, Howie sieht das, dass wir jetzt hier Werbung für sein Konzert machen. Wir sind da. Ja? Wir sind live da. Er hoffentlich auch. Guberti schläft schon eigentlich seit Jahren nicht. Das Spannende ist, das habe ich meiner Freundin noch gar nicht erzählt, das ist auch mein 10. Hochzeitstag, aber ich werde ihn mit euch verbringen und Howie. Das Gute ist, dass das Ding ja jetzt überhaupt nicht im Internet da ist, das heißt, sie wird das garantiert nicht sehen. Okay. Liebe Grüße an deine Frau. Im schlimmsten Fall müsste ich ein, zwei Nächte bei dir übernachten, aber das kriegen wir schnell hin. Sie hat bestimmt Verständnis, wenn sie das jetzt hier sieht. Okay. Mein lieber Isi, herzlichen Dank und ich würde sagen, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Wir sind überhaupt nicht synchron. Nachts, wenn alles schläft, solltest du bei mir sein. Wie auch immer, schalten Sie bitte wieder ein bei Soundblast TV. Danke an Quadral. War das jetzt so albern oder so?